Lieben, da bin ich wieder, Stempeln mit René.de. Heute wollen wir wieder zusammen basteln und ich habe mir für heute eine Karte ausgedacht mit dem tollen Set Werkstattworte, also das Männerset aus dem Frühjahr- und Sommerkatalog. Ich habe es schon liegen seit On Stage vergangenes Jahr in Berlin, also habe es mir schon in der Vororder gekauft. Allerdings bin ich zeitmäßig immer noch nicht dazu gekommen, damit zu basteln. Es wird also allerhöchste Eisenbahn, dass ich damit mal loslege. Und das werden wir heute gemeinsam machen. Und zwar habe ich mir auch eine besondere Kartenform dafür rausgesucht für dieses Set. Wir werden damit eine Joyfile-Card machen. Und zwar diese in zwei verschiedenen Größen. Einmal in quadratisch und einmal in rechteckig. Was eine Joyfile-Karte ist, wie wir die genau machen, Maße etc., das seht ihr gleich im Video. Dafür muss ich noch mal kurz aus dem Bild gehen und schalte euch gleich auf meine Bastelfläche um. Bis gleich! So, da bin ich wieder und hier seht ihr auch das, um was es heute geht. Es geht um diese Joyfile-Karte. Diese werden wir gleich gemeinsam live hier machen und diese zeige ich euch im Nachhinein nachher nur die Maße, die ihr braucht, um diese Karte nachzufertigen. Wenn ihr das seht, es ist im Prinzip eine Karte in einer Karte. Wir haben also hier in der Mitte die Karte mit dem Grußtext und hier haben wir im Prinzip anderthalb Karte, also eine komplette Grundkarte und hier oben noch einmal eine halbe Karte drüber, die also in diese zweite Karte hineinreicht. Genauso ist es also auch hier bei der quadratischen Karte. So, und das sind nun die Sachen, die du also für diese quadratische Karte benötigst. Du benötigst zunächst ein Stück Farbkarton. Ich habe hier Meeresgrün genommen. In dem Maß 10,0 x 22,5 cm. Ein zweites Stück Farbkarton in den Maßen 8 x 24 cm. Für die äußere Karte zwei Stückchen Designerpapier. Davon hat eines die Größe 9,5 x 14,5 cm und das andere 9,5 x 7 cm. Ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß oder Vanille pur. Ich habe Vanille pur genommen, weil ich finde, das passt besser zu diesen gedeckten Farben für den Grußtext innen drin. Und ein Stück Designerpapier oder Farbkarton, was also auf die kleine Karte vorn drauf kommt. Dann habe ich für meine Karte noch ein Stückchen von der Zink-Metallic-Folie, die es im Weihnachtskatalog gab. Aus dieser werde ich nachher diese Zahnräder ausstanzen. Ein kleines Stückchen Farbkarton für den Gruß und ein kleines Stückchen nochmal für den Rahmen zum Ausstanzen mit dieser Stanze, ebenfalls aus der Männerserie. Und nun legen wir mal los. Zugeschnitten ist schon alles. Designerpapier lege ich mal zur Seite. Und wir kommen zum Falten. So, jetzt kommen wir also zum Falzen. Und wir haben also zunächst das Stück Farbkarton für die äußere Karte, also 10 x 22,5 cm. Das falzen wir genau bei 15 cm. Und für unsere kleine, für die Innenkarte, da haben wir ja Farbkarton 8x24. Das falzen wir genau in der Mitte bei 12 cm. So, das kann schon wieder weg. Und jetzt ziehen wir einfach unsere Falzlinie nach. So, und diese hier nach außen und ihr seht schon, das Grundgerüst für unsere Karte ist fertig. Die Karte kommt also nachher hier nach innen und die kommt so. So, auf der äußeren Seite, wenn ihr euch die Karte anschaut, haben wir ja im Prinzip nur hier innen und hier außen das Designerpapier. Also können wir das bereits schon mal aufkleben und können also den ersten Teil dieser Karte schon fertig machen. Einfach den Tombow drauf.
Ihr könnt natürlich auch Klebeband nehmen, je nachdem, welche Variante euch persönlich am liebsten ist. Hatte ich ja bereits im letzten Video gesagt, dass ich da lieber mit dem Universalkleber arbeite, weil ich dann noch ein kleines Stückchen nachschieben kann, wenn ich doch mal nicht ganz exakt aufgelegt habe. So, das habe ich also bereits drauf. Kann ich also zur Seite legen und wir widmen uns jetzt unserer kleinen Karte und fangen erstmal an, die Karte innen und außen zu gestalten. So, für die Außengestaltung der Innenkarte habe ich einfach ein Stückchen Farbkarton in Kürbisgelb genommen. Das erspart mir, sage ich mal so, das gute Designerpapier in Unmengen zu verarbeiten. Habe als Hintergrundstempel den Crackle Point aus dem Frühjahr-Sommerkatalog genommen und habe das Ganze in Kürbisgelb gestempelt, sodass also dann dieser Hintergrundeffekt entsteht. Ich habe das, damit das Video wieder etwas schneller geht, hier bereits auf der Rückseite für euch vorbereitet. Das kommt also hier drauf. Dann haben wir dieses kleine Stückchen Zinkfolie aus dem Herbst-Winter-Katalog. Das werde ich gleich hier die Zahnräder mit der Big Shot ausstanzen. Für unseren kleinen Gruß auf der Vorderseite habe ich ebenfalls ein kleines Stückchen Farbkarton in Vanille pur. Hier schreibe ich kein Maß dazu, dann nehme ich immer irgendwelche Reste, die beim vorhergehenden Basteln oder bei Workshops übrig geblieben sind. Das reicht also voll und ganz, um solche Grüße zu machen. Habe ich hier schon vorgestempelt, der Spruch bester Papa, das werde ich dann gleich mit dieser Stanzform ausstanzen. Und ebenfalls nochmal ausstanzen aus einem Stückchen Farbkarton in Meeresgrün noch ein zweites Mal dieses Motiv, damit ich also einen anderen Rahmen um den besten Papa machen kann. Ich bin dann mal ganz kurz an der Big Shot und bin gleich wieder zurück. So, das sind also jetzt meine ausgestanzten Teile. Diese Sachen habe ich mittlerweile also auch schon aufgeklebt, Ihnen also den Spruch und hier unseren Hintergrund. Jetzt nehme ich meine ausgestanzten Zahnräder, mache hier an mehreren Stellen hinten drauf kleine Punkte mit den Universalkleber. Wir haben hier also Stellen, wo das sich relativ gut macht. Gibt also schwierigere, kleinere Teile, wo es sich schlechter macht. Bei denen arbeite ich dann gerne mit diesen Mehrzweckklebeblättern, die man also im Prinzip dann mit durchstanzt und dann abzieht, sodass es also ganz filigrane Teile aufgeklebt werden können. Aber bei den Zahnrädern macht sich das also auch ganz normal mit dem Flüssigkleber ganz gut. So. Meine Zahnräder setze ich also jetzt hier drauf. So, dann habe ich hier meinen Rahmen. Den klebe ich also auch ganz normal hier so versetzt auf diese innere Karte drauf. Und meinen Spruch, bester Papa, mache ich mit dem Menschmals dann in diesen Rahmen, in die Mitte innen rein. Man hätte natürlich auch den Rahmen in Vanille pur nehmen können, aber mir gefällt also die zweifarbige Variante eindeutig persönlich besser. Und deswegen habe ich also das lieber zweimal ausgestanzt. So, abziehen.
Und den besten Papa hier drin einsetzen. So. Und jetzt brauche ich nur noch meine Grundkarte nehmen und klebe das hier schön mit gleichmäßigen Seitenabständen, diese Innenkarte in diese äußere Karte ein. So, noch nicht ganz so kleines Stück noch nachrutschen. So, und damit ist unsere Scheugefun-Card, die wir also heute gemeinsam hier gestalten wollten, fertig. Ich zeige euch also auch nochmal die quadratische. Die habe ich also etwas anders gemacht. Anderes Designerpapier, aber auch aus der gleichen Serie als unsere Männerserie. Den Hintergrund hier habe ich in Currygelb habe ich geprägt. Der Spruch echter Klassiker. Und dieses Auto ist also nicht einmal gestempelt, sondern es ist also ebenfalls aus dem Designerpapier passend zur Werkstattwoche. Dieses Auto lässt sich nämlich ganz normal mit den Tinlitz ausstanzen. Hier nochmal das verwendete Material. Also einmal für unseren Hintergrund das Stempelset Crackle Paint, die Werkstattwoche als Hauptset. Und dazu passend die Stanzen für die Big Shot. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Viele Grüße aus Leipzig, euer René.